diesem Labor bauen wir Detektoreinheiten für das Neutrino-Experiment Juno. Dieses befindet sich in China in der Nähe von Kernreaktoren und nutzt die Neutrinos, die in diesen Kernreaktoren entstehen. Die wissenschaftliche Fragestellung, die hier beantwortet wird, ist die Vermessung der Parameter der Neutrinos. In diesem Labor bauen wir die Intelligent Photomultipliers für das Projekt OSIRIS in Juno. Dies sind hochsensitive Detektoren für Photonen, die sogar dazu in der Lage sind, einzelne Photonen zu detektieren. Momentan befinden wir uns in den einzelnen Arbeitsschritten des Produktionsauflaufs, die man in diesem Labor beobachten kann. In dieser Arbeitsgruppe kann man an der Weiterentwicklung der Intelligent Photomultiplier mitarbeiten, zum Beispiel dahingehend, dass man neue Algorithmen entwirft und die Auslese verbessert. Außerdem ist es auch möglich, in der Analysegruppe Neutrino-Ereignisse von Juno selber zu analysieren.